Hey Leute, ich begrüße euch zurück zu Call of Juarez. Wir haben ein kleines Problem, und zwar bei meinem super tollen DxTory gibt es nämlich eine Option, die heißt Record Sound, und die hat sich irgendwie ausgeschaltet. Und jetzt habe ich den letzten Part aufgenommen gehabt, komplett ohne Sound, also wirklich gar nichts. Und den habe ich aus Frust einfach gelöscht. Jetzt geht's einfach hier weiter. Im letzten Part ist aber eigentlich nichts passiert, was Story angeht, außer dass wir erfahren haben, dass die, keine Ahnung, wer das da jetzt war, unseren Hof angegriffen haben und, also wir wissen nicht, was mit unserem Bruder und mit unserer Mutter ist, und, wir haben so einen komischen Fatzken da gerettet, der aber eigentlich keinen weiteren Storybezug hat. Und meinerseits, also ich habe tatsächlich dieses Mal das Interessantere geredet für euch, für die, die meine Videos auch gucken. Und zwar, wie es weitergeht auf meinem Kanal. Oder eher, was momentan Sache ist. Ich habe nämlich momentan nicht so viel Zeit aufzunehmen, beziehungsweise ich komme einfach nicht dazu. Und ich werde jetzt versuchen, in nächster Zeit das wieder ein bisschen regulärer zu halten, dass ich dann einmal in der Woche Don't Starve hochlade. Übrigens, kurz ein Abstecher zu Don't Starve. Das Spiel, oder eher die Videos auf meinem Kanal, habe ich runtergenommen und fange das nochmal neu an, weil irgendwie hat mein Don't Starve nicht mehr funktioniert. Dann habe ich es deinstalliert, habe es wieder installiert und meine Spielstände waren weg. Dabei speichert Steam die ja eigentlich. Wie auch immer, die waren halt weg und jetzt muss ich da neu anfangen und so viel dazu. Zombie kommt ab sofort eher durcheinander, also ich habe es ja erst so gehandelt, dass ich die ganzen Sachen, also die ganzen Karten so versucht habe nacheinander zu machen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich will jetzt eigentlich eher die Zombie-Karten spielen, worauf ich Lust habe, und dann kann ich auch gerne aufnehmen. Das macht es mir leichter und für euch auch, weil ihr kriegt dann wieder Videos. Und dann noch kurz zu Rogue Trooper bzw. Call of Juarez. Da werde ich auch versuchen, dass ich mindestens in einer Woche zwei Parts davon hochlade. Das heißt, zwei Parts Rogue Trooper, zwei Parts Call of Juarez. Und ja, das wäre es dann dazu, glaube ich. Das müsste eigentlich alles sein. Ja, das müsste alles sein. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder ins Spiel. Also wie gesagt, ihr habt nicht wirklich was verpasst. Außer, dass wir halt hier diese ganzen... Wie viel waren das? Drei Häuser müssten das sein. Also bis hier haben wir geplündert und halt ein paar Leute getötet. Was zum Teufel machst du denn? Ich würde da gern rein. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich da reinkomme. Haha. Und zwar gibt es hier keine Leiter. Scheiße. Manchmal... Ja, Moment. Kommt man... Kommt man hier hoch? Nee, kommt man nicht. Doch, kommt man. Geil. Und so kommt man auch in das Haus. Sehr geil. Weil, in diesen Häusern sind nämlich... manchmal... Geldsäcke. Okay, hier war jetzt nichts drin. Zwei Messer. Wir haben Messer gefunden. Ich weiß nicht, was die machen. Aber wir haben sie gefunden. Das ist doch mal was. Die Laterne nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Weil wir nämlich mit der Laterne... Bleib hier. Ja, ich habe die Ruhe weg. Ganz genau. Wir können nämlich mit der Laterne Sachen anzünden. Oder eher... Ja, doch. Schon anzünden. Gerade mal wegen Sachen hier. Weil man findet in so Kisten meistens dann Geldbeutel, allerdings nicht wirklich so viel, dass man da, dass es sich lohnt, darüber zu reden. Ganz genau. Kletter einfach mal da hoch. Wo bleibst du denn? Ja, ist okay jetzt, Ray. Mach halblang. Hier sind auch noch Geldbeutel. Ein Gewehr, noch eine Laterne. Zünden wir einfach mal alle die an. Immer. So, so. Mehr haben wir ja jetzt nicht hier.
So, dann folgen wir mal unserem Brüder schön. Guck mal, was uns hier erwartet. Schöne Weitsicht, muss man sagen. Ich meine natürlich hier nicht so wirklich detailliert, aber trotzdem nicht hässlich. Da ist einer. Ah, das ist, glaube ich, dieser Jackson oder wie der heißt. Den haben wir vorhin aus dem Haus gerettet. Also sein Haus hat gebrannt. Armes Schwein. Das gefällt mir nicht. Da haben wir ihn geholt. Aber der ist ja jetzt wohl tot. Eine Gatling! Zum Feld! Ich bin da im Feld. Folg deinem Bruder. Machen wir. Wäre es vielleicht nicht hilfreich, sich hinzulegen? Oder wenigstens hinzuknien? Wir müssen sie umgehen. Hier entlang. Ich folg dir, Junge, ich folg dir. Bleib hier und sei ruhig. Das gefällt mir nicht, Bruder. Töte alle feindlichen Soldaten im Maiswald, bevor sie deinen Bruder finden. Scheiße! Was Scheiße? Wo wähle ich das denn aus? Ah, hier. Ja. Okay. Scheiße. Da ist einer. Komme ich jetzt auch nah an den ran? Ja. Ah! Tot! Made. Ich müsste ja jetzt eigentlich. Okay. Da ist noch einer. Hey Rebell, wo steckst du? Haben wir. Haben wir sie alle? Ich glaube, einer ist hier noch. Da ist noch einer. Doch, nee, ich darf noch weg. Da ist noch einer. Wo sind sie? Na, was glaubst du? Wo ist er? Scheiße. Da, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ich hab kein Messer. Ah. Nu? Töte alle feindlichen Soldaten. Hab ich ja. Vorwärts. Ich gehe da schon. In der sicheren Zone. Wo ist hier bitte die sichere Zone? Feuer. Diese Blauröcke wollen uns ausräuchern. Super. Das Feuer treibt uns direkt vor ihre Gatling. Die werden uns einfach ummähen. Warum gehen wir nicht zum Wasser? Scheiße. Okay. Siehst du den Baum da? Kletter darauf und erledige den Dreckskerl von oben. Ich bin der Meinung, wir sollten da nach. Da sollten wir hingehen. Wie haben die es geschafft, so schnell das ganze Feuer da zu machen? Okay, kletter auf den Baum. Ich versuche sie abzulenken. Ja, mach das mal. Oh Gott. Habe letzte Woche deine Schwester getroffen. Das Mädchen kann einfach nicht Nein sagen, was? Ja, und jetzt? Ja, der zum Teufel hat dir nur das Schießen beigebracht. So ist es gut, Miska. Hab dich voll im Visier. Bam! Du hast ihn erwischt. Auf jeden Fall. Das Feuer kommt nicht mal näher. Folgen wir mal wieder unserem Bruder, bevor der hier wieder rummeckert. Da kommen noch mehr. Wo? Yeah. Jawohl. Das ist ja auch noch welche. So, Freunde, ich mache jetzt mal kurz einen Schnitt, weil wir jetzt auch gleich 10 Minuten voll haben. Dann würde ich sagen, bis dahin, Servus.